Hey Lars, ich lese die ganze Zeit über medienbruchfreies Arbeiten. Was bedeutet das denn eigentlich und warum ist das wichtig? Das sagt die Dativ immer, medienbruchfreies Arbeiten. Aber es ist tatsächlich wichtig und damit ist halt gemeint, man hat ja verschiedene Medien, zum Beispiel Papier und dann halt digital im Rechner arbeitet man. Und Medienbrüche ist eigentlich, wenn man die ganze Zeit zwischen dem Medium immer hin und her wechselt. Man kriegt den Papierbeleg, den scannt man ein. Dann druckt man den wieder aus, weil man den Freigabestempel draufsetzen muss und dann die Buchung ist aber digital, muss dann wieder eingescannt werden. Und jedes Mal, wenn man halt so einen Medienwechsel hinlegt, dann entstehen natürlich Reibungsverluste und auch Datenverluste. Also zum Beispiel, wenn man die Papierrechnung einscannt, dann muss da eine OCR, eine Optical Character Recognition, drüber laufen, die dann aus dem Bild wieder Text macht und der Text muss dann über eine semantische Textanalyse dann wieder umgewandelt werden in Rechnungsnummer, Rechnungsdatum und so weiter. Und da kann aus einem I dann auch schnell mal ein L werden und so. Da gibt es also Reibungsdatenverluste. Und besser funktioniert es natürlich, das wird man sich schon logisch denken können, wenn man natürlich die ganze Zeit im selben Medium bleibt. Man bekommt etwas digital, das bleibt die ganze Zeit digital, keine Reibungsverluste. Alles kann direkt nativ digital weiterverarbeitet werden. Und umgekehrt, also in der digitalen Welt, macht es natürlich besonders Sinn, wenn irgendwas mal digital ist, dann bleibt man digital, weil man natürlich ja davon ausgeht, digital ist besser als Papier. Aber umgekehrt kann man eigentlich auch sagen, wenn man alles im Papier hat, dann macht es wahrscheinlich irgendwie mehr Sinn, auch einfach die ganze Zeit im Papierformat zu bleiben oder eben alles auf digital umzustellen.